Leute, ihr seht und hört richtig. Stray Souls, gestohlene Erinnerung. Der zweite Teil. Ich freue mich so dermaßen, das glaubt ihr mir nicht. So, da tragen wir uns doch glatt mal ein. Huch. Na, ne, meine Tastatur will nicht vor lauter Freude. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin durch den Laden marschiert und ich habe mir gedacht, was ist das? Stray Souls 2, gestohlene Erinnerung. Und dann habe ich mir hinten den Klappentext, heißt das denn auch Klappentext, wie in einem Buch? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich mir das dann hinten durchgelesen und ich dachte mir nur so, hä, es hört sich doch genauso an wie Stray Souls 1. Deswegen hatte ich mir Stray Souls noch nicht gekauft, habe dann erstmal gegoogelt im Internet. Und das ist wirklich der zweite Teil, nur diesmal wird nicht nur unser Mann, ich sag mal, entführt, sondern auch ein Kind. Lass das mal nicht auf uns sitzen, ne? Und deswegen würde ich sagen... Julie, today we celebrate your birthday for the first time since your father disappeared. Mommy, will Daddy ever come back? I don't know, baby. You can always wish for it to happen. Okay, I want to see my daddy. What's going on? Ryan? Julie. The danger will come for... I know this place. I've been there in my dreams. We must go there and find Daddy. Oh, I must have imagined that. Mommy, there it is! The motel where Daddy is. Wähle einen Schwierigkeitsgrad. Normal, es dauert 30 Sekunden, bis sich der Tipp-Button auflädt und interaktive Bereiche sind hervorgehoben. Es dauert 2 Minuten, bis sich der sinnliche Erfolg, kannst da keine Einführung spielen. Ach, boah. Ja, wie war ja schon mal in... Ja gut, wir haben aber einen Tipp-Button nach 2 Minuten. Wollen wir mal so cool sein und den Expertenmodus spielen? Hab keine Angst, meine Liebe. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Zuerst sagt der Vater, die wollen Julie haben. Dann kommt die Mutter auf die glorreiche Idee, Julie mit hierher zu bringen. Und dann sagt die Mutter, ja, bleib mal im Auto. Ich versuche mal, deinen Vater zu finden, aber du kannst hier ruhig in der Einöde alleine bleiben. Das macht ja nichts. Du bist ja groß, du bist ja schon 6 Jahre alt, das klappt ja schon. Ne? Wenn du mal Hunger hast oder Durst hast, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Zur Not musst du halt, ne, keine Ahnung, hier Wasser schlürfen vom Regen oder so. Okay, I'll listen to the radio. Julie sagt, dass sie dieses Motel in ihren Träumen gesehen hat. Sie hat jede Nacht, seitdem ihr Vater verschwunden ist, davon geträumt. Okay. Wir haben das Auto vor ein paar Jahren gekauft, als Julie begann, in die Schule zu gehen. So, was sagt denn unser Buch? Mein Name ist Rose Carter. Das ist ein Foto von meinem Mann Brian, meiner Tochter Julie und mir. Wir waren glücklich, bis mein Mann eines schicksalhaften Tages spurlos verschwand. Ich hatte seit einigen Monaten nichts von ihm gehört, als er am Geburtstag unserer Tochter auf dem Bildschirm des Fernsehers erschien. Okay, ist nichts weiter. Es hat keinen Sinn, in die Tür einzutreten. In die Tür einzutreten? Sie ist wahrscheinlich von innen verriegelt. Diese Anzeigen sind im Laufe der Zeit verblasst. Sie sind fast unmöglich zu lesen. Es ist Kerosin in der Lampe. Wenn ich einen Streichholz hätte, könnte ich sie entzünden. Hä? Brian war hier. Er hat in Zimmer 6 übernachtet. Der Gast kam nach Mitternacht in einem roten Jeep. Er hatte einen großen Metallkoffer, einen Aktenkoffer und eine Videokamera bei sich. Der Mann sah besorgt aus und bat darum, nicht gestört zu werden. Oh Gott.
Oh mein Gott! Der Schlüssel für den Raum, in dem Brian übernachtet hat, war in dem Anmeldebuch. Aber dann hat jemand oder etwas das Buch weggezogen. Ich brauche den Schlüssel. Nein, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Alter, ich habe auch gerade Angst bekommen. Kannst du das mal bitte lassen? Maybe it was just the wind. I'll try to open one of the doors and see what's going on. Ja, ihr wisst Bescheid. Oh, Julie. Mama, wir müssen diese Tore öffnen, um Fati zu finden. Okay, das kriegen wir hin, Julie. Keine Bange. Ja, das, wir können... Oh. Es gibt keinen Griff. Ich muss den Fensterrouladen irgendwie aufbrechen. Oh Gott. Verschwinde da. So, das Auto ist verschlossen und die Schlüssel sind im Inneren. Gut, dass die Türen einfach aufzubekommen sind. Alles, was ich brauche, ist etwas Dünnes. Ach, wir haben was Dünnes. Los geht's. Naja. Das Notizbuch meines Mannes. Er hat den letzten Eintrag vor einem Jahr gemacht. Reisechecks, Quittung, nichts Wichtiges. Julie hat diese Puppe selbst gemacht und sie Brian geschenkt. Benutze die linke Maustaste, um Objekte zu bewegen. Finde die Streichhölzer. Oh, cool! Hm, lecker Kaugummi. Streichhölzer. Was ist das hier? Kondom? Nee, sehen aus wie Crackers. Da! Weiser Mann für das Vollenden eines Minispiels ohne es. Was? Ich konnte die letzten zwei Wörter nicht lesen. So. Oh, müssen wir jetzt echt anzünden? Ich will nicht hingucken. Ich will nicht hingucken! Es ist niemand da. Oh mein Gott! Wow, ich habe diese Schaufensterpuppe für eine Person gehalten. Dankeschön. Bing! Ich habe bereits geklingelt und niemand scheint es gehört zu haben. Der Schalter öffnet das Tor zum Motel, aber ich kann ihn nicht erreichen. Oh Gott. So, jetzt wollen wir hier hin. Da ist doch auch noch was. Und verschwindet. Ich habe jemand im Waschsalon gesehen. Hm, versucht mich jemand zu erschrecken? Ich weiß es nicht und ich will auch nicht wissen, was hier passiert ist. So, wir haben jetzt eine Schlinge. Mit der Schlinge können wir und ziehen. Genau. Komm mit, Julie. Wow. Daddy is somewhere nearby. I can feel him. Let's find him. Mama, Papa ist irgendwo ganz in der Nähe. Ich kann ihn fühlen. Lass uns ihn finden. Ja, möchtet ihr, dass ich die Texte nach den englischen Gesprächgesang vorlese oder möchtet ihr selbst lesen? Bitte um Rückmeldung. Denn das wäre ganz interessant zu wissen. Super, danke für die Leiter. Oh, eine Schnecke. Habt ihr sie gesehen, die Schnecke? Huch. Aber ich wollte hier... Achso, nee, okay. Der Sicherungskasten steht unter Strom. Ich sollte ihn also in Ruhe lassen. Dieser Briefkasten scheint leer zu sein. Ja, hat seit Wochen niemand geleert. Da oben, das ist bestimmt die Nummer 6. Aber ich will mal gucken, ob... Oh, hier ein Hund. Der Welpe sieht aus, als hätte er ein Gespenst gesehen. Ich kann nicht so weit springen. Ich muss eine Brücke bauen. Ja, das kriegen wir doch glatt hin hier. Der Knopf ist fest aufgenäht. Mit meinen Fingern bekomme ich ihn definitiv nicht ab. Ja, dann nimm die Nadel. Dann nimm das. Dann nimm das. Okay, dann nicht. Diese Stadt war früher ein großartiger Ort zum Leben. Wir heißen Sie und Ihre Familie in unserem Motel willkommen. Vergessen Sie die Hektik des Alltags und tauchen Sie in eine Welt voller magischer Abenteuer ein. Nee, Moment. Alter, das ist so krank. Warum habe ich das Spiel gefunden?
Kann mir das mal einer erzählen? Kann mir das einer erzählen? Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich habe ja jetzt schon sowas von Schiss hier. Anybody here? There's Brian's video camera. Perhaps some video is still on it. Honey, what are you... Unser Freund! Julie, jemand hat meine Tochter entführt. War es mein Mann? Hi, Rose. I knew you'd come here sooner or later. Your family has disappeared. I'll help you find them. Hallo, Rose. Ich wusste, dass du früher oder später hierher kommen würdest. Deine Familie ist verschwunden. Ich werde dir helfen, sie wiederzufinden. To see the clues that will lead us to them, I need both of my eyes. Please find my second eye. And hurry, Rose. Um die Hinweise zu sehen, die uns zu ihnen führen werden, brauche ich meine beiden Augen. Bitte finde mein zweites Auge und beeile dich, Rose. Okay. Oh, ich find's ja so toll, dass er wieder da ist, ne? Also, das scheint eine Geburtstagskarte von Brian an Julie zu sein. Er wollte ihr dieses Puppenhaus schenken. Liebe Julie, es tut mir sehr leid, dass ich an deinem Geburtstag nicht bei dir sein kann. Ich hoffe, dieses Puppenhaus erinnert dich an mich. Ich liebe dich. Dein Bernd, ich meine Papa. Okay. Es fehlt ein Stern. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Brian hat zu Hause einen Traumfänger über Julies Bett gehängt. Sie hatte eine Menge Albträume. Power of Love. Es ist, als ob unsichtbare Geister um mich herum wären. Ja, seht ihr das? Ist das ein Kind auf dem Bild? Vielleicht Julie? Nein, ich muss Halluzinationen haben. Ich kann das Gitter nicht erreichen. Ich muss mich auf etwas stellen. Es ist kein Video auf der Kamera. Jemand muss es gelöscht haben. Okay, wir brauchen jetzt ein Wimmelbild anscheinend. Dieses Kästchen gehört meinem Mann. Es ist verschlossen. Wenn ich Buntstifte hätte, könnte ich die Zeichnung der Tür fertig malen. Bom, bom. Müll, der von den letzten Gästen zurückgelassen wurde. Ja, hier, auch ein lecker Sandwich. So. Das Fragment mit dem Türgriff fehlt. Das ist der wichtigste Teil. Ja, das ist ja logisch. Ah. Ich brauche... Ja. Das Videoband ist außer Reichweite. Ja, dafür haben wir doch einen Ast. Wehe, es kommt was. Oh, schnell raus hier. So. Hi, Rose. If you're watching this video, then the worst has happened. You shouldn't have come here. It's too late. Listen, darling. Something happened when I was a child. On the table, you'll find a case containing a wooden doll. It's a clue to unlocking the secret of my past. Okay, thanks. Brians Arm hat durch den Bildschirm gelangt und er ließ einen Schlüssel fallen. Wie ist das möglich? Ja, das frage ich mich auch. Aber heutzutage ist ja alles möglich. Wir lesen mal eine Runde. Auch ist viel passiert. So. Wir sind an einem verlassenen Motel angekommen. Was wollte Brian nur hier? Nach dem Anmeldebuch hat er in Zimmer 6 übernachtet. Als ich das Zimmer betrat, sah ich Brians Videokamera. Als ich sie mir näher ansah, durchquerte Julie den Raum und näherte sich einer seltsamen Tür. Dann öffnete sich die Tür und jemand packte sie. War es Brian? Es war auch eine Puppe in dem Raum und unglaublicherweise sprach sie zu mir. Sie sagte, dass Brian sie hergelassen hätte.
Sie wird mir helfen, meinen Mann und meine Tochter zu finden. Im Entlüftungsschacht habe ich ein Videoband mit einer Nachricht von Brian gefunden. Seine Hinweise haben mich zu einem Puppenhaus geführt, das er Julie schenken wollte. Und das wird mir die Geschichte seiner Kindheit erzählen. Ja, aber warum will er es dann Julie schenken? Was ist mit mir, seiner heißgeliebten Ehefrau? Ich teile schließlich das Bett mit ihm. Wir waren eine glückliche Familie. Julie, Brian und ich. Was? Julie und Brian. Huch, ich habe mich einfach mal dazu gezählt. Entschuldigung. Ich werde euch finden. Und eine Rasierklinge? Wieso zum Teufel hat er eine Rasierklinge eingesperrt? Okay, hier kann ich nur... Ach, Moment, ich weiß, was ich machen kann.